Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, in der letzten Nacht ist der, ja, wie nennt man das, der Zähler, der Timer, ich habe keine Ahnung, wie man es nennt, auf jeden Fall der, ich nenne ihn mal den Zähler auf YouTube, auf 10.000 Abonnenten bei mir auf meinem Kanal umgesprungen. Ich habe das durch puren Zufall gesehen, ich war natürlich drauf gefasst, aber bevor ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, habe ich gedacht, ach, guckst du noch mal eben schnell aufs Handy und habe zum Glück die 10.000 gesehen und blende euch das mal eben. Nein, ich blende das mal hier ein. Ich habe extra einen Screenshot davon gemacht, weil heute ist der Zähler schon weitergelaufen. Es sind jetzt, glaube ich, 10.008 oder so. Aber die 10.000 habe ich eingefangen. Und ich habe beim letzten Tausender gesagt, wie ich es ja jedes Mal bei einem neuen Tausender an Abonnenten bei YouTube mache, mache ich auch jetzt wieder eine Verlosung. Das mache ich halt immer. Und ich habe euch beim letzten Mal gesagt, ich mache etwas Besonderes. 10.000 ist schon echt was Besonderes, finde ich zumindest. Und was Besonderes ich mache, das stelle ich euch gleich mal vor und dann seht ihr wieder nur meine Hände. Jetzt befinde ich mich wieder in meiner Komfortzone. Ihr seht nur meine Hände, da bin ich deutlich sicherer in meinem Tun. Also, Verlosung. Als erstes, und das habe ich eben... Ich bin halt nicht so gut face-to-face vor der Kamera. Völlig vergessen. Als erstes mal eben ganz, ganz herzlichen Dank an diese 10.000 Abonnenten. Ich finde es toll, dass mir so viele Leute auf YouTube folgen, so viele Leute meine Projekte anschauen, die offensichtlich auch gefallen. Ich ganz, ganz viele super tolle Kommentare bekomme auf YouTube. Das finde ich ganz großartig. Genauso geht es mir auf Facebook. Da sind es lange nicht so viele, aber immerhin. Und genauso geht es mir auch auf Instagram. Und ich finde das ganz großartig, dass so viele Leute offensichtlich Spaß und Freude haben, meinen Projekten zu folgen, mir zu folgen. Und ja, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön mal vorweg dafür. Zur Verlosung. Als erstes mal, es gibt zwei Grundvoraussetzungen, um an dieser Verlosung teilzunehmen. Die erste, ihr geht auf meine Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de oder aber hier oben auf die Infokarte, da öffnet sich ein kleines Fenster, wenn ihr da draufklickt, seid ihr direkt in dem entsprechenden Artikel und hinterlasst mir dort einen Kommentar. Diese Kommentare, anhand dieser Kommentare werde ich die Verlosung machen, werde drei Leute dort aussuchen, die dann quasi diese Verlosung zu den 10.000 Abonnenten gewinnen. Ihr könnt gerne auch hier bei YouTube einen Kommentar hinterlassen, bedenkt aber bitte, die gelten nicht, absolut nicht für die Verlosung, da ich sie nicht nachvollziehen kann. Wenn ihr einen Kommentar auf meiner Homepage abgebt, achtet bitte sehr darauf, dass eure E-Mail-Adresse stimmt, weil das ist unter Umständen der einzige Kontakt, den ich zu euch habe. Es kann übrigens absolut und ohne Ausnahme jeder teilnehmen. Ob Kunde von Stampin' Up oder Stampin' Up Fremder, völlig egal, ob Demonstrator oder Nicht-Demonstrator, das ist völlig egal, es kann wirklich jeder daran teilnehmen. Und zweite Voraussetzung, die eigentlich sogar neben dem Kommentar natürlich deutlich wichtiger ist. Ich möchte mit euch ein Live-Basteln machen. Das erkläre ich gleich noch, wie das funktioniert. Aber die zweite Voraussetzung ist, ihr müsst ein Zoom-fähiges Gerät haben. Zoom-fähig, Zoom ist eine App, total einfach zu bedienen, die eine Videokonferenz schaltet. Dazu werdet ihr eingeladen. Ihr müsst nichts weitermachen. Die einzige Voraussetzung, die ihr habt, ist, ihr müsst ein Gerät haben, das eine Kamera und ein Mikrofon hat. Das heißt, ein Laptop, ein Tablet oder ein Handy. Und dabei ist es völlig egal, ob ein Android-Handy oder ein iOS-Handy, also ein Apple-Handy, ist völlig schnuppe. Auf beiden funktioniert es. Mit dem Handy, kann ich euch sagen, geht es am aller einfachsten. Scheut euch bitte nicht, an dieser Verlosung nicht teilzunehmen, nur weil ihr nicht wisst, was Zoom ist. Das ist wirklich, wirklich super, super easy. Es sind übrigens drei Gewinner, die ich dann rausziehe.
zu den dreien werde ich Kontakt aufnehmen und wenn jemand dabei ist, der Zoom nicht kennt, telefonieren wir miteinander. Ich erkläre das kurz. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Und ganz ehrlich, wenn mein Mann das hinkriegt, kriegt das jeder hin. Hoffentlich hört er das nicht. Also, Verlosung, worum geht's? Um dieses Stempelset geht es. Das ist ein neues Stempelset aus dem Herbst-Winter-Katalog, nennt sich Weihnachtselfen. Jeder der drei Gewinner oder Gewinnerinnen, die wir aus dem Lostopf ziehen, das wird wieder so eine Kombi zwischen meiner Mama und meinem Mann, der im Backoffice dann die Kommentare durchguckt, so wie wir das immer machen, bekommt von mir dieses Stempelset und ein entsprechendes Materialpaket, sodass wir zusammen basteln können. Dieser Zoom, dieser Videocall, dieser Videoanruf funktioniert halt so, dass ihr mich sehen könnt, ich kann euch sehen, wir können uns auch gegenseitig hören. Das ist wirklich ein Live-Event online und ich nehme mir die Zeit, die wir brauchen, um das Projekt fertigzustellen. Wir können noch ein bisschen schnacken, wenn ihr Bock habt. Und ja, das ist quasi die Verlosung, die ich euch anbiete. Ich werde Kommentare sammeln ab heute, welchen haben wir denn heute? 25. August bis nächste Woche Samstag 18 Uhr. Das ist dann der 31. August. Und entweder Samstagabend werden wir dann noch die Verlosung auswürfeln. Und werden das dann bekannt geben. Ich werde mit den dreien dann in Kontakt treten und werde mal rausfinden, ob ihr zoomen könnt und wenn nicht, werde ich euch das erklären. Wie gesagt, scheut euch nicht, das ist wirklich, wirklich nicht schwer. Ich freue mich da riesig drauf. Das wird etwas, was ich so noch nie gemacht habe und das macht es vielleicht für mich auch noch so ganz besonders. Ja, so ein Live-Basteln, das kann ja echt witzig sein. Ich lasse mich überraschen, das wird bestimmt toll. Ich wünsche euch ganz viel Glück, ich drücke euch die Daumen und gebt kräftig Kommentare ab, ich freue mich da sehr drüber. Und dann schauen wir mal, wen Fortuna da küsst und wen ich dann im September übrigens, da werden wir dann einen Termin finden, beim Live-Basteln begrüßen darf. Ich hoffe, euch gefällt das, was ich mir da überlegt habe und ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann tatsächlich zumindest mit den drei Gewinnern oder drei Gewinnerinnen. Ich freue mich da sehr drauf. Und nochmal ganz herzlichen Dank und bis dahin vielleicht. Ciao, ciao!